Seit einem Jahr habe ich das Mi Band 5, doch jetzt habe ich für einige Zeit das Mi Band 6 getestet und für viele von euch dürfte interessant sein, lohnt sich überhaupt ein Update? Und wenn ihr die Uhr noch gewinnen möchtet, dann solltet ihr erst recht dranbleiben, also let's go! Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe ein neues Intro und manchmal wird es Zeit für Veränderungen. Und das dachte sich auch Xiaomi und dementsprechend gab es dann nach dem Mi Band 5 das Mi Band 6. Und das durfte ich testen. Vielen Dank geht erstmal raus an Trading Shenzhen. Die haben mir das Gerät nämlich zur Verfügung gestellt. Und weil Caring Sharing ist, bedeutet das, ich habe ein Gewinnspiel und möchte das Mi Band 6 an euch verlosen. Dazu gibt es nochmal eine mega coole 3D-Ladestation. Also wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann macht den ersten Schritt und zwar abonniert meinen Kanal und setzt die Glocke. Und wie ihr genau am Ende das Mi Band 6 gewinnen könnt, das verrate ich euch gleich. Wichtig ist aber erstmal, was kann das Mi Band 6 überhaupt und das klären wir jetzt ab. Das größte Update sticht einem direkt ins Auge und im wahrsten Sinne des Wortes fällt es dadurch auf, die Rede ist vom Display, denn das Mi Band 6 verfügt über ein 1,56 Zoll großes AMOLED-Display mit einer sehr hohen Pixeldichte mit genau genommen 326 ppi. Und das sind also schon mal zwei Steigerungen im Vergleich zum Mi Band 5. Wer sich jetzt aber denkt, oh Mann, ich kann meine Bänder vom Mi Band 5 nicht mehr benutzen, da liegt ihr falsch, denn das Gerät selbst ist gleich geblieben. Man hat es einfach so weit getrieben, dass die Touch-Funktion, die wir bei Mi Band 5 noch hatten, um zurück auf den Startbildschirm zu kommen, die hat man einfach komplett entfernt. Diesen Platz, den man hier gewonnen hat, hat man einfach umgemünzt in Display und dementsprechend wird das Ganze dann um 50% größer, so beschreibt es zumindest Xiaomi. Im Handling habe ich das aber dann auch schon gemerkt, denn dadurch, dass es größer ist, sieht man einfach mehr Nachrichten, können besser gelesen werden und auch in der Handhabung ist es dadurch ein bisschen angenehmer. Ich muss aber auch sagen, dass mir dieser Home-Button dann doch schon recht gut gefallen hat beim Mi Band 5, denn es war immer der sichere Hafen, wenn man wieder zurück in die Ausgangsfunktion wollte. Nichtsdestotrotz funktioniert das Handling hier beim Mi Band 6 echt gut und da möchte ich doch am Ende vom Tag lieber ein größeres Display haben. Sind wir ganz ehrlich, für viele von uns ist das Update mit dem Display schon das wichtigste Update. Doch wenn man sich den Leistungsumfang anschaut, gibt es auch einige Dinge, die das Mi Band 6 jetzt besser kann als das Mi Band 5. Dazu gehört es zum einen, dass ihr den Sauerstoff in eurem Blut messen könnt. Ein Feature, das wir heutzutage in vielen Uhren und auf Fitness-Trackern haben. Deshalb muss das auch hier unbedingt im Mi Band 6 mit dabei sein. Außerdem, auch ganz cool, 30 Sportmodi sind jetzt mit am Start. Und das Beste daran, die Uhr erkennt selbst, wenn ihr diesen Sport ausübt, also ihr müsst nicht jedes Mal das Ganze nochmal im Menü einstellen, sondern ihr fangt an zu laufen und schon erkennt die Uhr das von selbst. Und apropos Laufen, Community und Sport, Strava könnt ihr jetzt direkt mit dem Mi Band 6 nutzen. Bei Mi Band 5 musste das Ganze noch sehr kompliziert irgendwie draufgefixt werden, um das Ganze nutzen zu können. Ist ein echt cooles Feature, also das haben wir auch jetzt hier bei Mi Band 6 mit dabei. Okay, zugegeben, es wird vielleicht nicht alle von euch da draußen direkt betreffen, aber bei Mi Band 5 war es noch der Fall, wenn ihr das Ganze importiert habt, konntet ihr die Uhr erst auf Englisch nutzen, bis dann irgendwann das Firmware-Update rauskam und das Ganze war dann auf Deutsch nutzbar. Bei Mi Band 6 ist das jetzt komplett anders, denn direkt zum Release ist das Ganze auf Deutsch zu nutzen und das gefällt mir wirklich gut. Es ist nicht so, dass ich nicht der englischen Sprache mächtig bin, trotzdem freue ich mich, wenn ich meinen Daily Driver dann auch auf Deutsch nutzen darf. Doch genug der lobenden Worte, denn es gibt auch etwas an Kritik. Dazu gehört zum einen, dass wir immer noch keine GPS-Messung mit dabei haben. Heißt, wenn ihr euch tracken möchtet und möchtet wissen, welche Strecke ihr genau wo gelaufen seid, dann müsst ihr doch euer Smartphone mit dabei haben. Auch das Thema NFC bleibt einfach heiß und so könnt ihr das Mi Band 6 auch nicht in Deutschland nutzen, um damit kontaktlos zu zahlen. Das ist ein Feature, das ich mir mittlerweile auch von einem Fitness-Tracker wünsche, denn wenn ich irgendwo unterwegs bin, möchte ich nicht jedes Mal mein Smartphone zücken, sondern ein unkomplizierter Pay-Mode mit dem Handgelenk bzw. mit der Uhr selbst ist dann doch sehr schön, so wie man das beispielsweise von vielen anderen Uhren da draußen kennt. Also darüber hätte ich mich wirklich gefreut. Ein großer Kritikpunkt auch von meiner Seite an einer Smartwatch ist immer das Thema Akku. Doch bei einem Fitness-Tracker hatte ich das Problem bis jetzt nicht. So war es auch beim Mi Band 5 der Fall, dass ich das Gerät gefühlt alle 2 Monate mal laden musste. Das lag aber mehr daran, dass ich nicht den vollen Leistungsumfang genutzt habe, was ehrlich gesagt wohl die wenigsten von euch da draußen machen. Und jetzt wird es interessant, denn wir haben hier im Mi Band 6 den identischen Akku in Form von einem 125 mAh Akku. Das Ganze wird sehr zügig aufgeladen und auch hier, Fun Fact,
könnt ihr genau dasselbe Ladezubehör nutzen, wie ihr das auch beim Mi Band 5 konntet. Und deshalb habe ich mir hier via 3D-Drucker dann eine echt coole Ladestation ausdrucken lassen und schon kann ich meine Uhr damit unkompliziert laden. Das ist echt cool zu sehen, was heutzutage nicht alles aus einem 3D-Drucker kommen kann. Und wenn ihr diesen 3D-Druck mit dem Mi Band 6 gewinnen möchtet, dann macht doch einfach ein, kommentiert unten, welche Funktionen ihr an einem Mi Band 6 am meisten benötigt, beziehungsweise warum ihr deshalb das Mi Band 6 bekommen solltet. Die genauen Bedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ach ja, und eingerichtet ist das Mi Band 6 übrigens auch sehr zügig. Ihr ladet euch die Mi App runter, installiert das Ganze, meldet euch an und schon habt ihr vollen Zugriff auf eure Uhr. Handgelenkseite könnt ihr aussuchen, verschiedene Hintergründe könnt ihr auswählen, die Anordnung, wo was wie hinkommt, welche Funktionen überhaupt mit auf der Uhr dabei sein sollen und. Also es ist typisch Xiaomi, es ist alles mit drin, was man braucht und es ist sehr unkompliziert zu nutzen. Okay, machen wir es unkompliziert. Wie viel kostet das Mi Band 6? 39 Euro. Wenn ihr also nicht das Mi Band 6 bei mir gewinnen solltet, könnt ihr euch das Ganze auch gerne hier unten selbst kaufen. Ich habe alles verlinkt und auch verschiedene Bänder habe ich für euch rausgesucht, die die Uhr nochmal ein bisschen attraktiver rüberkommen lassen. Lohnt sich das Update von einem Mi Band 5 auf einem Mi Band 6? Nein, solltet ihr ein Mi Band 5 Nutzer sein, dann ist das Update eher marginal und es ist mehr oder weniger nur das Display. Kommt ihr von einem Mi Band 3 oder 4, dann könnt ihr definitiv diesen Schritt gehen. Und ich wette eine Sache mit euch, dass die wenigsten von euch eine Smartwatch brauchen, sondern das, wofür sie eine Uhr brauchen, ist alles in einem Fitness-Tracker drin. Also überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht auch für diesen niedrigen Preis euch das Mi Band 6 sichern wollt. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.